Ja, staunen. Ich glaube, das ist ein ganz tiefes menschliches Bedürfnis, dass wir über Sachen staunen und das auch zum Ausdruck bringen. Oder wenn man mit Leuten unterwegs ist und dann passiert so etwas, wie es der Roland gerade beschrieben hat, man sieht vielleicht eine wunderbare Aussicht oder die Sonne bricht durch den Nebel, dann hört man, wie Leute sagen, wow, so schön und wow, die Aussicht. Und man will das zum Ausdruck bringen, wenn etwas schön ist. Und in der heutigen Zeit beobachtet man das ja auch in den sozialen Medien, oder? Die Leute fotografieren alles Mögliche, so Winterlandschaften und eben schöne Aussichten und feines Essen und posten das. Und sie wünschen sich ja, glaube ich, dass man dann ein Herzchen drückt oder dass man schreibt, wow, so schön und cool sieht das aus. Also es ist ein tiefes Bedürfnis irgendwie an uns Menschen, nicht nur, dass wir selber staunen, sondern dass wir andere mit reinnehmen und zusammen staunen und zusammen Freude haben an dem, was wir hier erleben und sehen. Sogar Leute, die sagen, ja, ich gehe am liebsten alleine reisen. Ich habe mal jemanden kennt, der mir das gesagt hat, ja, weisst du, ich gehe am liebsten alleine reisen. Das ist alles, ist viel einfacher und so muss ich auf niemanden Rücksicht nehmen. Aber als er zurückgekommen ist, hat er mir ein Foto zeigen von dem, was er erlebt hat. Weil wenn wir etwas Schönes erleben, dann wollen wir das teilen mit anderen. Dann wollen wir, dass andere das sehen. Wir haben ganz tief in uns innen den Wunsch, dass wir mit anderen zusammen staunen können über eben eine schöne Landschaft, wilde Felsformationen, einen schönen Sonnenuntergang, das feine, saftige Steak und so weiter, die schöne Kathedrale, die alte, was auch immer uns jetzt persönlich zum Staunen bringt. Aber wir wollen doch das mit anderen teilen. Und ich glaube, das ist ein Hinweis auf das, was noch ein bisschen tiefer in uns Menschen drinsteckt, nämlich so eine Sehnsucht nach Schönheit. Menschen sind geschaffen, um Schönes zu erleben und Schönes zu sehen. Und über das auch zu staunen. Und eigentlich, wenn wir jedes Mal, wenn wir sagen, wow, oder sagen, wenn wir etwas Feines essen oder schmecken, ist es eigentlich nichts anderes als Lobpreis. Wir staunen, wir geniessen, wir freuen uns über das, was geschaffen ist. Und wir, wenn wir an Gott glauben, dann wissen wir, dass das einen Ursprung hat. Und dann staunen wir eigentlich auch über den Ursprung von all dem, den Schöpfer von all dem. Im Psalm 19 heißt es, die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes. Und das Himmelsgewölbe zeigt, dass es das Werk seiner Hände ist. Ein Tag erzählt es dem anderen und eine Nacht gibt es der anderen weiter. Wenn da in dem Vers die Rede ist von Herrlichkeit, dann kann man das auch übersetzen mit Schönheit. Und da heisst es dann, dass alles, was wir in der Natur sehen, eben der Tag und die Sonne und die Nacht mit den Sternen und die Natur mit all ihrer Aussicht und Schönheit und allen Details, sind eine Art, wie Gott angebetet wird, wie Gott gelobt wird. Es zeigt uns die Schönheit vom Schöpfer. Es zeigt uns, wie gut dass es Gott meint mit uns. Es zeigt uns die Grösse von Gott. Und ich glaube, die tiefe Sehnsucht in uns Menschen nach Schönheit und so Schönheit auch zu erleben und auch so Schönheit zu teilen mit anderen, ist eigentlich tief in uns innen eine Sehnsucht nach Lobpreis. Eine Sehnsucht, das zum Ausdruck bringen. Wir wollen die Schönheit nicht nur erleben, wir wollen das irgendwie auch sagen und teilen. Und um das geht es heute, um das Thema vom Staunen. Und Staunen ist das, was man vielleicht sagt, wenn es nicht so sehr nur um Gott geht. Und wenn es um Gott geht, sagen wir Lobpreis, das Lob Gottes. Über das wollen wir heute nachdenken. Wir haben schon gehört, wir sind immer noch in dieser Predigtreihe über das Gebet, G-E-B-E-T. Und jetzt sind wir beim zweiten E angelangt. Und nochmal kurz zum Sagen, wo wir herkommen. Ich habe am Anfang betont, dass es so wichtig ist, beim G, dass wir Gott unsere Zeit geben. Gib Gott deine Zeit. Gebet fängt damit an, dass wir Gott Zeit zur Verfügung stellen. Und dann erleben wir aber gleichzeitig auch gerade, dass Gebet eine Einladung ist, Pause zu machen. Es ist eine Einladung für eine schöne Zeit. Gebet ist nichts Anstrengendes. Gebet ist etwas Erstrebenswertes. Gebet ist etwas, wo wir uns danach ausstrecken, uns danach sehnen. Weil wir dürfen Pause machen mit Gott, dem Schöpfer von Himmel und Erde.
Und wenn wir diese Pause uns nehmen, dann erleben wir etwas von dieser Nähe von Gott, von seiner Gegenwart. Und in dieser Gegenwart habe ich letztes Mal davon geredet, dass wir auch unsere Bitten mit reinnehmen dürfen. Die Bitten vielleicht für uns selber, aber auch Bitten für andere. Und die dürfen wir reintragen in die Gegenwart und in die Nähe von Gott. Aber heute wollen wir noch einen Schritt weiter gehen. Nämlich, dass wir nicht nur bei den Bitten und bei den Fürbitten stehen bleiben, sondern dass wir auch erkennen, wie gross das Gott ist. Seine Grösse erkennen. Und über Lobpreis könnte man jetzt ganz, ganz viel reden. Wir könnten wochenlang über Lobpreis reden. Ich habe ein bisschen Erfahrung, weil ich eine Masterarbeit über das Thema geschrieben habe. Ich möchte heute einfach zwei Aspekte von dem Thema Lobpreis herausgreifen. Und zwar, dass Lobpreis einerseits eine Antwort ist und andererseits eine Entscheidung. Antwort und Entscheidung. Um da geht es heute im Lobpreis. Ich muss ein bisschen ausholen. Wenn man davon redet, dass wir Gott loben sollen, dann kommt immer wieder die Frage auf, wieso braucht das Gott eigentlich ganz genau? Wieso müssen wir eigentlich Gott immer daran erinnern, dass er so ein guter und grosser und wunderbarer Gott ist? Wieso gibt es eigentlich in der Bibel so viele Aufforderungen, in den Psalmen, dass man Gott loben und ihn anbeten? Warum hat eigentlich Lobpreis in unserem Gottesdienst so einen grossen Stellenwert auch überkommen in den letzten Jahren und Jahrzehnten? Und für gewisse Menschen stellt sich bei der Frage vom Loben auch die ganz grundsätzliche Frage, ist Gott überhaupt lobenswert? Also ist Gott überhaupt wirklich gut, dass ich ihn könnte, müsste, dürfte loben? Das sind alles so Fragen, die mitschwingen können, wenn man über das Thema Lobpreis redet. Und vorneweg möchte ich einfach etwas sagen, Gott hat keine narzisstischen Züge. Also der Narzisst, das ist ja die Geschichte oder, von dem, der sich im Wasser angeschaut hat und sich selber gesehen und total verliebt war in sich selber und eigentlich das ganze Leben dann nur noch damit verbracht hat, in so eine Wasserglunk hineinschauen. Also Gott hat nicht so Tendenzen. Gott ist nicht jemand, der Lobpreis braucht. Er muss nicht immer wieder schauen, ob jetzt wir Menschen ihn immer noch toll finden. Er muss nicht immer wieder sich sagen lassen, dass er wirklich ein wunderbarer und toller und guter Gott ist. Weil, versteht ihr, also Menschen, die das wirklich so brauchen und suchen, die sind ja eher ein bisschen, mit denen verbringen wir nicht so gerne Zeit, wo immer sagen, gell, findest du nicht auch, ich bin ein Guter und habe ich gut gemacht, gell. Da machen die Kinder vielleicht noch, aber als Erwachsene macht man das nicht mehr so. Und Gott ist überhaupt nicht in diese Richtung. Letzte Woche im Gottesdienst hat Christoph Künzli ein Zeugnis erzählt, was er da im Gebetsraum erlebt hat. Und er hat das so schön beschrieben, wie er dort an den Tisch gehockt ist, an den schönen dekorierten Tisch, wo angeschrieben war mit Vater, Sohn und Geist, Heiliger Geist und du. Und er ist angehockt und dann hat er gesagt, er hat die Augen zugemacht und hat sich das so vorgestellt, er sitzt an dem Tisch mit Gott. Und dann hat er so herrlich gesagt, mich hat die Stimmung überrascht an dem Tisch. Die haben Spass gehabt miteinander. Wie die besten Freunde. Die haben Spass gehabt wie die besten Freunde. Und er bringt es da mit dem genau auf den Punkt. Über Gott heisst es im 1. Johannes 4,16, Gott ist Liebe. Kurz und knackig. Kurz und knapp. Aber das bedeutet gleichzeitig auch, dass Gott Gemeinschaft ist. Weil Liebe kann per Definition nie für sich selber bleiben. Man kann nie nur sich selber lieben. Liebe drängt immer zum anderen. Liebe drängt immer dazu, sich auszuweiten, Raum zu schaffen, grösser zu werden, sich zu anderen hin auszustrecken. Wenn also Gott Liebe ist, ist Gott auch Gemeinschaft in sich selber. Und dort treffen wir auf eines der wichtigsten und eines der grössten Geheimnisse von Gott selber. Und wir reden hier über Gott und können es fast nicht richtig beschreiben, aber Gott, und das ist ein grosses Geheimnis, ist gleichzeitig einer und gleichzeitig auch Vater, Sohn und Geist. Gemeinschaft und perfekte Liebe miteinander. Und auch wichtig da zu sagen ist, es gibt nicht so eine Hierarchie bei Gott. Es ist nicht so, okay, der Vater ist der Oberste. Das ist der, der alles sagt und er tut alles befehlen und alle anderen führen es dann aus. Irgendwo der Vater, der kommt Jesus, der ist auch noch wichtig. Und tendenziell haben wir den Heiligen Geist so ein bisschen in die dritte Position runter, verbannt,
weil wir nicht ganz so viel mit ihm anfangen können. Aber so eine Hierarchie gibt es nicht bei Gott. Vater, Sohn und Geist sind alle auf einer Ebene. Eben wie Freunde, die an einem Tisch sitzen und Spass und Freude haben miteinander. Es gibt keine Hierarchie bei Gott, sondern sie beschenken sich gegenseitig mit Ehre, mit Würde. Sie machen sich gegenseitig gross. Sie drängen sich gegenseitig vordrängen. Sie drängen sich nicht selber vordrängen. So könnte man die Gemeinschaft von Vater, Sohn und Geist beschreiben. Wo Jesus auf dieser Welt gelebt hat, sehen wir manchmal in seinen Gebeten so wie ein kleines Fenster in die Gemeinschaft von Vater, Sohn und Geist. Kurz bevor Jesus ans Kreuz gegangen ist, hat er zum Beispiel so gebetet. Er hat gesagt, Vater, die Zeit ist jetzt da. Offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Also er sagt, schau, mach mich gross, weil ich dich gross mache. Ich gehe ans Kreuz, um zu zeigen, wie gross du bist. Und mit dem, dass ich ans Kreuz gehe, mach du, zeig du, dass ich gross bin. Gegenseitige Verherrlichung. Und in allem innen ist der Heilige Geist der, der Jesus befähigt zu dem Weg, den er geht. Ich weiss, das ist alles recht abstrakt. Und ich mache es auch ein bisschen schnell. Aber ich will auf den Punkt raus. Wenn ihr mehr über das wissen wollt, da kann ich euch schon noch ein bisschen mehr Hintergrundinfos dann mal geben, aber ich muss da ein bisschen schneller durchgehen. Also, ich fasse es mal so zusammen, was ich euch sagen will. Vater, Sohn und Geist beschenken einander mit Ehr, Herrlichkeit, Heiligkeit, Schönheit, Erhabenheit und Würde. Sie beschenken sich gegenseitig. Sie machen sich gegenseitig gross. Sie verherrlichen sich gegenseitig. Das ist die Stimmung. Etwas von dieser Stimmung, die Christoph an diesem Tisch gespürt hat und gesagt hat, hey, die haben mega Spass gehabt miteinander. Und das Beste jetzt ist, dass Gott nicht einfach für sich bleibt. Ich meine, Gott könnte für sich selber bleiben und es wäre perfekte Gemeinschaft. Gott braucht nicht mehr. Aber ich habe gesagt, Liebe bleibt nie für sich. Liebe drängt immer dazu, dass es mehr wird, dass mehr Leute dazukommen. Und darum hat Gott die Welt geschaffen. Nicht, weil er ein Defizit hatte und denkt, oh, ich brauche noch ein bisschen Menschen, die mir mein Defizit füllen, sondern aus Liebe, aus übersprudelnder, überfließender Liebe hat Gott die Welt geschaffen. Und wenn wir in die Natur schauen, dann sehen wir etwas von seiner übersprudelnden und überfließenden Liebe, mit welcher verschwenderischen Grosszügigkeit er die Welt geschaffen hat. Jede kleine Schneeflocke hat ein eigenes Design und niemand sieht es. Jede Blume sieht wieder ein bisschen anders aus. Und es gibt zig verschiedene Arten, zig verschiedene Formen, zig verschiedene Farben. Ausdruck von dieser Freude, von dieser Grosszügigkeit von Gott. Und aus der gleichen überfließenden Liebe heraus schafft Gott die Menschen. Und eben über diese Menschen steht im Psalm 8, denn du hast ihn, also den Menschen, nur wenig geringer als Gott gemacht und ihn mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Gott schafft Menschen nicht als Marionetten, die einfach nur das machen, was er ihnen gerade sagt, sondern er schafft den Menschen als ein Gegenüber, wo mit Würde und mit Herrlichkeit und mit einem eigenen Willen und einer eigenen Absicht ausgerüstet ist. Was für eine Würde, was für eine Herrlichkeit schenkt da, was für eine Schönheit leitet da Gott in uns Menschen hinein. Und obwohl wir Menschen das ziemlich verbockt haben und obwohl wir die Herrlichkeit von Gott irgendwo nicht angenommen haben und als Beweis müssen wir einfach einmal kurz in die Zeitung hineinschauen und einmal kurz in die Tagesschau hineinschauen, dass wir dieser Herrlichkeit und Würde von Gott nicht wirklich entsprechen. Und trotzdem sagt Gott durch den Prophet Zephania, wenn ihr den noch nie gehört habt, könnt ihr den mal nachlesen. Durch den Prophet Zephania sagt Gott, der Herr, dein starker Gott, der Retter ist bei dir. Und jetzt kommt's. Begeistert freut er sich an dir. Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen und jaucht doch mit lauten Jubelrufen über dich. Das ist ein Blick
drin, wie Gott uns Menschen sieht. Trotz all dem, was passiert ist. Trotz all dem, was wir vielleicht verbockt haben. Trotz all dem, was wir nicht dem entsprochen haben, wie sich Gott vorgestellt hat. Jubelt Gott über dich und mich. Ist sprachlos ergriffen. Vor Liebe. Da sehen wir, dass Gott nicht nur unser Schöpfer ist, dass er nicht nur der Ursprung ist von allem Guten, sondern dass er auch der Retter ist und der Erlöser. Und wir wissen, dass er im Heiligen Geist auch noch unser Tröster ist und unser Ermutiger und unser Befähiger. Also Gott ist alles andere als ein griesgrämiger, alter Mann. Ist alles andere als ein richtender, vorwurfsvoller Gott, der einfach im Himmel sitzt und die ganze Zeit Strichli macht über alles, was wir falsch machen. Gott ist eine Gemeinschaft von Liebe, von übersprudelnder Lebendigkeit, von unglaublicher Freude. Gott ist der Schöpfer der Freude. Er hat die Idee gehabt von dem Konzept von Freude. Er hat den Spass erfunden, weil er in sich selber Liebe und perfekte Gemeinschaft ist. Und Lobpreis ist an erster Stelle, ist das erste Mal vor allem anderen unsere Antwort auf die geballte Ladung verschwenderischer Grosszügigkeit von Gott. Unsere Antwort, Lobpreis ist unsere Antwort auf die geballte Ladung von verschwenderischer Grosszügigkeit von Gott. Gott hat uns geschaffen, Gott hat uns gemacht, er hat alles geschaffen auf dieser Welt. Er hat uns gerettet, er hat uns erlöst, er hat uns befähigt, er tröstet uns, er ermutigt uns. Und das hat er gemacht, ohne dass wir ihn irgendum etwas gebeten hätten. Und darum schreibt der Johannes, und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt. Und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Gott hat uns zuerst geliebt. Und vielleicht müssen wir das immer mal wieder reinsinken lassen, uns das immer wieder bewusst werden. Gott liebt uns und er hat das auf 1000 verschiedene Arten gezeigt. Eben in der Schöpfung, in der Art, wie er uns geschaffen hat. Darin, dass er uns erhaltet, Tag und Nacht. Darin, dass er seinen Sohn in die Welt geschickt hat und uns errettet und erlöst hat. In dem, dass er seinen Heiligen Geist geschickt hat und uns befähigt, so zu leben, wie er sich vorstellt. Und uns Kraft gibt für jeden Tag und uns tröstet und ermutigt, dann, wenn wir es brauchen. Und darum ist Lobpreis zuerst einmal eine Antwort. Und wir haben 1000 Gründe, wir haben 10'000 Gründe, Gott zu loben. Und ihm zu sagen, wie gut das er ist. Und man kann das noch anders formulieren. Man kann auch sagen, wir ehren Gott, weil er uns zuerst geehrt hat. Wir würdigen Gott, weil er uns zuerst gewürdigt hat. Gott hat so viel in uns hineingelegt. Gott traut uns so viel zu. Umso mehr, wenn wir ihn ehren. Umso mehr, wenn wir ihn würdigen. Umso mehr, wenn wir ihn loben. Weil er es wirklich absolut verdient hat. Und wenn wir anfangen, etwas von dieser Grösse von Gott zu erkennen, dann glaube ich, ist tatsächlich die logische Reaktion darauf Lobpreis. Dass wir nur noch staunen können. Dass wir baff sind. Und denken, Gott, das ist ja unglaublich, was du alles für mich gemacht hast, was du alles in mich hineingelegt hast, was du alles in mir siehst. Und ich, so einen kleinen Furz in dieser Weltgeschichte, ein kleines Staubkörnchen auf dieser Welt, und trotzdem siehst du etwas in mir. Trotzdem hast du alles gegeben für mich. Und das ist Lobpreis, das ist Staunen, das ist unsere Antwort. Jetzt, was bedeutet das konkret? Wie kann unsere Antwort denn aussehen? Und etwas, was mir hilft, ist, mit den Psalmen zu loben. Und ich habe euch da das Buch mitgebracht, das auch im Gebetsraum gelegen ist und jetzt im dauerhaften Gebetsraum unten auch aufliegt. Das sind Psalmen und die kann man da so ausmalen und gewisse haben das auch schon angefangen. Und ich habe einen längeren Weg gehabt mit den Psalmen,
als ich noch ein bisschen jünger war, hatte ich das Gefühl, Psalmen sagen mir nichts. Das ist nicht so, ich finde das, Bis ich mal angefangen habe, wirklich regelmässig Psalmen zu lesen. Und jetzt will ich es nicht mehr verpassen. Ich tue jeden Tag mindestens einen Teil von einem Psalm lesen. Weil ich fasziniert bin davon, wie die Worte anfangen, meine eigenen Worte zu prägen. Was mich auch fasziniert, ist, dass das die gleichen Psalmen sind, die gleichen Gebete, die schon der König David vor Tausenden von Jahren und Jesus selber vor etwa 2000 Jahren gebetet hat, als er auf dieser Welt war. Also ich lobe zusammen mit Jesus, ich lobe zusammen mit dem David. Und die Worte helfen mir, Worte zu haben für den Lobpreis. Dass es nicht einfach nur das ist, wo mir gerade immer so raussprudelt. Sondern das, wo auch irgendwo andere vor mir schon gebetet haben. Und die Psalmen helfen mir auch immer wieder, den Fokus auf Gott auszurichten. Weil um das geht es. Im Lobpreis geht es darum, dass ich wegschaue von mir und dass ich wieder aufschaue zu Gott. Also das ist sicher eine Hilfe, mit den Psalmen zu beten. Und das zweite Lobpreis als Antwort ist sicher etwas vom Einfachsten, ist mit Liedern Gott zu loben. Und das ist etwas in unserer Zeit, das sehr verbreitet ist und sehr viel gemacht wird. Und ich finde, das ist wirklich eine super Entwicklung, dass Lobpreis als Musik so eine weite Verbreitung gefunden hat. Und eigentlich sind ja Lieder nichts anderes als gesungene Gebete. Und du kannst das für dich selber machen, du kannst selber singen, du kannst selber Musik machen, du kannst aber auch die Musik hören. Und eben, es gibt mittlerweile so gute, qualitativ gute Musik, auch inhaltlich. Ich meine, es ist nicht nur von der Musik, auch vom Text her, wo wirklich wunderbar Lobpreis zum Ausdruck bringt. Und überleg dir doch, ob es vielleicht auch in deinem Alltag mehr Platz könnte geben für Lobpreis. Ich meine mit dem, dass du vielleicht beim Autofahren oder beim Arbeiten nicht unbedingt Radio hörst, sondern Lobpreismusik hörst. Dass du vielleicht deinen Tag nicht damit anfängst, dass du Nachrichten hörst, sondern dass du vielleicht Lobpreis hörst. Ich glaube, das ändert etwas. Das ändert etwas in unserem Denken, aber das ändert auch etwas in der Atmosphäre von einem Raum. Wenn Lobpreis da ist, wenn die Lobpreismusik auch da ist. Also das sind mal zwei ganz einfache, konkrete Tipps, wie wir könnten Lobpreis als Antwort auch ausleben. Und jetzt möchte ich einen Moment unterbrechen, die Predigt, dass wir einfach ein, zwei Minuten still werden und dass wir selber einfach das im Gebet Gott sagen, was wir jetzt vielleicht gerade an ihm darüber staunen. Und vielleicht einzelne Worte ihm einfach sagen. Lobpreis ist eigentlich Gott sagen, wie er ist. Und das kann man natürlich mit Liedern machen, aber das kann man eben auch einfach mit Gebet machen. Und in dieser kurzen Zeit darfst du auch hinterher gehen und dort hat es so Zettel und dort kannst du auch draufschreiben, wer Gott ist für dich. Zum Beispiel dein Versorger oder dein Tröster oder was auch immer. Und dann kannst du da vorne gehen und das hier an das Whiteboard hin tun. Oder wenn es dir zu wenig Platz hat, hat der Stift dahinter dran, da kannst du auch gross draufschreiben. Aber das ist auch eine Form, wie man das zum Ausdruck bringen könnte. Und du darfst auch im weiteren Verlauf der Predigt einfach mal aufstehen und etwas davor antun. Es irritiert mich nicht. Und wir sind jetzt einfach einen Moment still und bringen den Lobpreis in unseren Wort vor Gott.
gesagt, du kannst auch jetzt einfach, wenn es dir danach ist, hinterher gehen, etwas aufschreiben und an die Wand tun, einfach deinen eigenen, dein Lob zum Ausdruck bringen mit so einem Zettel. Das ist das erste. Lobpreis ist zuerst mal eine Antwort. Und dann stellt sich aber auch schnell die Frage, was ist eigentlich in schwierigen Zeiten? Also dann, wenn wir Angst haben, unterzugehen in den Herausforderungen von unserem Leben, dann, wenn es schwierig ist, dann, wenn es anstrengend ist, dann, wenn es uns eigentlich nicht danach ist, Gott zu loben. Und wir kennen alle solche Zeiten. Und eine eindrückliche Antwort auf die Frage, was ist, wenn es uns nicht danach ist, Gott zu loben, finden wir in dieser Geschichte von Paulus, die Roland schon vorgelesen hat. Der Kontext vielleicht, der Paulus ist in die Stadt gekommen, Philippi in Europa, das war die erste Stadt, wo sie hingekommen sind. Und er ist zusammen mit seinem Begleiter, mit dem Silas, durch die Stadt gegangen und sie sind eigentlich auf dem Weg gewesen, um ein Gebet zu treffen. Und dann ist die Sklavin hinter ihnen hergekommen, eine Frau, die von einem Dämon besessen war. Und sie hat den Paulus und den Silas belästigt. Und irgendwann war dem Paulus genug gewesen und er hat den Dämon weggewiesen. Und die Frau war befreit von dem Dämon. Und dann ist aber das Gestürm richtig losgegangen, weil die Sklavin, die hat jemandem gehört und der Besitzer hat Geld damit gemacht, dass die Frau irgendwie den Leuten, ja, weiss doch auch nicht, Zeug vorausgesagt hat oder so. Und dann hat es einen Tumult gegeben in der Stadt und der Paulus und der Silas sind verhaftet worden und sie landen irgendwo in einem Loch von einem Gefängnis, dreckig und stinkig und haben die Füße in einem Block und die Hände gefesselt. Statt in einem Gebetstreffen zu sein, sind sie in so einem Loch. Tiefpunkt, Ende, fertig, könnte man denken. Und dann kommt der Vers, wo es heisst, gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Liedern. Die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Was ist da los? Der Paulus und der Silas machen einen spontanen Lobpreis oben, irgendwo in einem römischen Gefängnis und haben alles andere als optimale Voraussetzungen. Ich meine, es fehlt Schlagzeug. Ich meine, vielleicht war der Silas ein begabter Schlagzeuger, aber such mal im Gefängnis ein Schlagzeug. Ja, oder ich meine, der Paulus hätte vielleicht richtig gut Gitarre spielen können, aber es hatte keine Gitarre. Ganz schlechte Voraussetzungen. Und sie machen trotzdem ihren unplugged Lobpreis oben, mitten im Gefängnis. Und wir haben manchmal so das Gefühl, es braucht gute Voraussetzungen. Es braucht alles nötige, die nötige Equipment und das nötige Licht, damit wir richtig gut Gott anbeten können. Aber in dieser Geschichte haben alle guten Voraussetzungen gefehlt und trotzdem haben sie Gott gelobt. Aber vielleicht hat eben gerade die guten Voraussetzungen gewesen. Ich glaube, wir sehen hier, dass Lobpreis auch eine ganz bewusste Entscheidung ist von uns. Es war eine bewusste Entscheidung von Paulus und von Silas, trotz diesen schwierigen Umständen. Lobpreis ist die Entscheidung, dass wir eben gerade nicht auf unsere Umstände schauen. Dass wir eben gerade nicht auf unsere Gefühle schauen, sondern dass wir auf Gott schauen. Dass wir zumindest in allen Herausforderungen in unseren Blick auf Gott wendet. Und wir sagen doch das manchmal so. Ja, heute ist mir gerade jetzt eben nicht so danach gewesen, Gott zu loben und so. Ich denke, Paulus und Silas haben sich auch nicht danach gefühlt, Gott zu loben. Aber wie ich schon gesagt habe, es geht im Lobpreis eben gerade nicht um mich. Es geht für einen gerade mal nicht um meine Gefühle, auch wenn die ganz wichtig sind. Aber im Lobpreis geht es darum, dass ich wegschaue von all diesen Sachen und dass ich auf Gott schaue. Es geht darum, unseren Fokus mit Entschiedenheit auf Gott auszurichten. Es heisst ganz schön im Psalm 34, aus tiefster Seele will ich den Herrn rühmen. Will ich den Herrn rühmen? Entscheidung. Alle, die ihr Leid geduldig ertragen, werden mich hören und sich freuen. Kommt, wir verkünden gemeinsam, wie groß der Herr ist. Lasst uns miteinander seinen Namen rühmen. In dem Vers werden sogar die Leidenden explizit erwähnt. Gerade sie, gerade die Herausforderungen vom Leben haben, gerade die unter Druck sind, gerade die am Vertrinken scheinen, gerade sie müssen das Lob Gottes hören. Gerade sie müssen eingeladen werden, gerade sie müssen reingenommen werden und ermutigt werden, Gott zu loben.
Gerade dann, wenn Leiden da ist, gerade dann, wenn Not da ist, gerade dann, wenn wir uns nicht danach fühlen, gerade dann wäre es umso wichtiger, dass wir Gott loben. Gerade dann wäre es umso wichtiger, dass wir unseren Blick auf ihn ausrichten. Gerade dann wäre es umso wichtiger, dass wir uns daran erinnern, was er alles schon für uns da hat. Und dass er der Grosse, der Gute, der erhabene Schöpfer von Himmel und Erden ist. Dass er die Quelle ist von allem Guten. Dass er das Licht ist von dieser Welt. Dass er der Erlöser ist von dieser Welt. Gerade dann müssen wir das sehen. Und wieder die Frage, was heisst das konkret? Was heisst es konkret, sich für Lobpreis zu entscheiden? Ich glaube, das Erste ist, dass wir gemeinsam Gott loben. Der Paulus und der Silas haben zusammen Gott gelobt im Gefängnis. Sie waren nicht allein, sie haben das zusammen gemacht. In den Psalmen wird zum Lob Gottes aufgefordert, in der Regel immer in Gemeinschaft. Es ist immer an eine Gemeinschaft gerichtet, dass wir Gott loben sollen. Und es ist gut, wie ich vorher schon gesagt habe, es ist gut, wenn wir im Alltag Gott irgendwie den Raum geben und Lobpreismusik vielleicht für uns selber machen oder Lobpreismusik hören. Aber gerade so wichtig ist, dass wir wenigstens einmal in der Woche zusammenkommen und Gott zusammen anbeten. Das ist ein ganz wichtiger Teil des Gottesdienstes. Und schauen die Zeiten von Livestream und Predigten, die man online auf YouTube schauen kann, die ganze Woche, kommt man eigentlich nicht mehr in den Gottesdienst, damit man mich da vorne sieht, eine Predigt halten. Sondern wir kommen zusammen zum Gott anbeten. Das ist ein entscheidender Punkt. Daheim vor dem Fernsehen geht das nicht so gut, Gott zu loben. Aber wenn wir da zusammenkommen, ist das nochmal ganz etwas anderes. Also wir kommen eigentlich primär nicht zusammen, um eine Predigt zu hören, sondern um auf Gott zu schauen, um ihn anzubeten, um wieder den Fokus auszurichten für unseren Alltag. Nämlich den Fokus auf Gott. Auf unseren Schöpfer, auf unseren Erlöser, auf unseren Ermutiger. Also gemeinsames Lob ist ganz wichtig und ist noch eine ganz andere Dimension, als wenn ich das für mich allein mache. Das ist eine Entscheidung für Lobpreis. Und der zweite Entscheid ist, dass wir auch bereit sind, Lobpreis mit all unseren Sinnen zu machen. Ich stehe gerne auf, wenn wir zum Beispiel im Gottesdienst Lobpreis machen und singen. Jetzt, es ist mir nicht immer danach. Und gerade wenn man in der ersten Reihe hockt, braucht man manchmal ein bisschen Überwindung. Weil man denkt dann immer, alle schauen irgendwie so den Hinterteil von einem an, oder? Und überlegt man sich, ja, sehe ich gut aus und so, ist alles, ja, oder? Das ist wirklich so. Also ich, zuvorderst in der Reihe aufstehen, braucht Mut. Aber ich mache es auch nicht immer, weil man da neu ist, sondern ich mache es, weil das für mich ein Ausdruck ist davon, dass ich jetzt Gott loben will. Dass ich ihm jetzt Ehre geben will, dass ich wegschauen von mir selber und aufschauen zu Gott. Und da hilft es mir, aufzustehen. Und es hilft mir auch, mit den Händen etwas zu machen. Zum Beispiel, so die Hände aufzumachen, bedeutet für mich, dass ich Gott sage, schau, da bin ich, füll mich. Füll mich mit deinem Heiligen Geist. Und wenn ich die Hände aufhebe, dann soll es eine Proklamation sein und sagen, Gott, du bist gut, auch wenn ich das vielleicht nicht immer gerade so sehe. Aber ich will das sagen und ich proklamiere das und darum hebe ich meine Hände auf. Und ich mache es nicht immer, weil es mir nur danach ist, sondern manchmal, wenn ich es mache, fange ich es auch mehr an Glauben. Und verstehen, wir leben in einer Zeit, wo wir ganz viel über den Kopf machen, ganz viel über den Verstand machen und vergessen manchmal, dass wir einen Körper haben. Dass wir manchmal mit unserem Körper auch unseren Kopf und unser Denken überzeugen, dass etwas wirklich so ist. Und wenn wir aufstehen, machen wir das nicht einfach, weil wir irgendwie speziell charismatisch sein wollen oder so. Sondern ich mache das, weil ich eine Entscheidung treffe und sage, so jetzt lobe ich Gott. Und jetzt bete ich ihn an, auch wenn es mir vielleicht nicht ganz gerade so danach ist. Und manchmal erlebe ich es dann, das Gefühl, wie nachkommen. Und manchmal stehe ich da im Lobpreis und es kommen mir Tränen. Aber es passiert ganz selten. Aber es soll noch mehr passieren. Und darum entscheide ich das immer wieder und sage, ich stehe auf, ich will Gott loben. Und vielleicht musst du das anders machen. Vielleicht ist es für dich nicht das Aufstehen. Vielleicht ist es für dich das Abknüllen. Vielleicht ist es für dich, dass du sagst, ich will eigentlich etwas zeichnen. Ich will eigentlich etwas aufschreiben. Dann ist das auch eine Form, wie wir Gott loben können. Und ich könnte mir vorstellen, dass unsere Lobpreiszeiten noch vielfältiger sind. Dass man eben etwas aufschreiben kann, dass man vielleicht etwas am Kreuz ablecken kann, dass man auch vielleicht in einer Ecke tanzen kann, wenn das jemand gerne machen würde.
Die Leute habe ich jetzt noch nicht so viel angetroffen, hier in unserem Schweizer Mittelland. Aber es kann sie ja auch geben. Also die Idee wäre, dass wir Lobpreis mit all unseren Sinn machen, dass wir, die zum, dass wir, das, dass wir unseren Körper auch brauchen für Lobpreis. Nicht nur unseren Kopf und unsere Zunge zum Reden. Also das kann alles helfen, Lobpreis als eine Entscheidung zu sehen. Und wenn wir uns entscheiden, Gott zu loben, gerade auch dann, wenn wir in einem Loch hocken, so wie der Silas und der Paulus in einem Loch gehockt sind, dann, liebe Freunde, ist Lobpreis im wahrsten Sinne des Wortes eine Trotzreaktion. Und versteht ihr, Lobpreis ist nicht einfach nur etwas für die Fröhlichen und für denen, wo es gut geht und für die Zufriedenen. Lobpreis ist etwas für die Mutigen. Lobpreis ist etwas für die, die zwar vielleicht unter der Not dieser Welt leiden und gerade herausfordernde Zeiten haben, aber anstehen und sagen, ich glaube trotzdem daran, dass Gott gut ist und dass Gott eingreifen kann und dass Gott meine Situation ändern kann und dass Gott noch lange noch nicht fertig ist auf dieser Welt und dass er noch richtig viel wird tun in unserem Tal, in unserer Region, in unserer Schweiz, wo auch immer. Lobpreis ist auch etwas für die Enttäuschten. Für die, die anstehen und sagen, schau Gott, ich verstehe dich nicht. Und trotzdem, und das ist der mutige Teil, habe ich fest daran, dass du gut bist. Lobpreis ist etwas für die Kämpferischen. Die sagen, ich gebe mich nicht zufrieden mit dem Status quo in meinem Leben. Ich gebe mich auch nicht zufrieden mit dem Status quo im Leben von einer Kirche oder von einer Region, sondern wir stehen wieder an und loben Gott, weil er der ist, der gross ist und der Gutes tun kann und der noch viel mehr möglich ist, als wir uns vorstellen können. Also Lobpreis ist längst nicht nur für die, die fröhlich sind und zufrieden sind. Für die auch. Für die ist es relativ einfach. Lobpreis ist auch etwas für die Mutigen und für die Kämpferischen und für die Enttäuschten und für die, die vielleicht in einem Loch sind. Und wo der Paulus und der Silas in dieser Art Gott loben, dann passiert Folgendes. Das heisst, plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben und das Gefängnis wurde bis in die Grundmauern erschüttert. Alle Tore sprangen auf und die Ketten sämtlicher Häftlinge fielen ab. Und genau darum machen wir das auch. Wir loben Gott und wir machen es jeden Sonntag und wir werden es auch jeden Sonntag weiterhin tun. Weil wir glauben und erwarten, dass Gott wird Gefangene befreien, dass er wird Leute befreien von Ketten. Vielleicht nicht sichtbare Ketten, aber die unsichtbaren Ketten, die uns immer wieder festhalten. Dass er wird Leute rausführen aus irgendwelchen Gefängnissen, wo sie in ihrem Leben drin sind. Dass Gott nochmal wird ganz neu das Tal bewegen, nochmal ganz neu Reinach bewegen, nochmal ganz neu die Region bewegen. Und wir tun das im Glauben daran, dass er das machen wird. Und darum loben wir Gott. Wir rufen seine Grösse an, weil wir glauben, dass er das nochmal tun kann. Und der gleiche Paulus, und mit dem möchte ich zum Schluss kommen, der gleiche Paulus, der mit dem Silas zusammen so eine Unplugged Worship Session gemacht hat, irgendwo in einem Loch von Gefängnis von der in einem römischen Reich, der hat später Folgendes geschrieben. Und die Pointe da ist, dass er das wieder aus einem Gefängnis rausgeschrieben hat. Er ist nicht irgendwo an einem gemütlichen Tisch gehockt und hat da schön in sein MacBook hineingeschrieben, sondern er hockt im Gefängnis. Und du könntest sagen, und wieder bist du in so einem Loch, Paulus, wo ist da dein Gott, der so Grosses tut? Und was sagt er? Was betet er? Was ist sein Lobpreis? Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So, das ist das, was Gott machen kann. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Deshalb wollen wir ihn mit der ganzen Gemeinde durch Christus Jesus ewig und für alle Zeiten loben und preisen. Amen. Da wäre jetzt der Moment, wo die Gemeinde würde sagen, Amen. Das ist das Ziel von Lobpreis. Das ist das Ziel, wenn wir uns in der Gebetszeit die Zeit nehmen, Gottes Grösse zu erkennen. Nämlich, dass wir uns wieder daran erinnern, dass Gott noch so viel mehr tun kann, als wir uns auch nur vorstellen können. Und wir machen Lobpreis natürlich, weil wir Musik gerne haben und natürlich, weil wir Hammer-Musikanten haben und ein super Equipment haben. Aber das ist nur die Form. Wir machen Lobpreis, weil wir wieder uns auf Gott ausrichten wollen. Weil wir uns wieder
aus unserem Alltag raus und vielleicht aus den Löchern, wo wir drin sind und aus den Enttäuschungen, wo wir drin sind, wieder aufschauen auf Gott und uns daran erinnern, was er alles kann tun. Was er alles Gutes kann tun. Und dass er noch so viel mehr kann tun, als wir uns vorstellen können. Und mit dieser Kraft, mit diesem Lobpreis, mit dieser Ausrichtung, wenn wir dann wieder in unseren Alltag gehen. Und wenn ich jetzt zum Schluss von dieser Predigt komme, dann werde ich euch nachher einladen für die Lobpreiszeit. Und ich werde euch einladen, dass wir dann nachher nicht nur über die Predigt nachdenken, die ich jetzt gerade gehalten habe, sondern dass wir alle zusammen gerade aufstehen für Lobpreis. Dass wir uns entscheiden für das. Vielleicht braucht dich das ein bisschen Überwindung, aber ich lade dich ein für das, das schaffst du. Dass wir aufstehen für Lobpreis. Und es wird immer noch die Möglichkeit geben, wenn du gar nicht so gerne singst, dann kannst du auch hinterher gehen und etwas aufschreiben. Du kannst auch etwas ans Kreuz bringen. Die Möglichkeiten bestehen. Du kannst auch hinterher gehen und beten. Aber ich lade dich ein, dass wir nachher gerade alle zusammen in den Lobpreis einsteigen. Und ich werde noch beten. Jesus, ich danke dir von Herzen, dass wir so, so viele Gründe haben, um dich zu loben. Und danke, dass du jubelst über uns, dass du dich freust über uns, dass du sprachlos bist, wenn du an uns denkst. Und das können wir manchmal fast nicht glauben. Und lass uns das immer wieder erleben und immer wieder spüren. Und unsere Antwort soll sein, dass wir dich gross machen und wollen anbeten. Und Heilige Geist, ich bitte dich jetzt gerade für diesen Moment und für all die, die zulassen, dass du wie reinkommst in unser Leben und reinkommst in unser Herz und unsere Gedanken. Und dass wir wie uns entscheiden können und sagen, mal, wir loben dich. Wir preisen dich. Wir staunen über dich. Auch wenn wir vielleicht gerade in einem Loch sind, auch wenn wir vielleicht gerade am Kämpfen sind, auch wenn wir vielleicht gerade gar nicht wissen, was morgen wird kommen und all die Herausforderungen, die uns zukommen. Wir wollen uns als Trotzreaktion auf dich ausrichten und sagen, du kannst trotzdem noch mehr tun. Du bist trotzdem noch grösser, du bist trotzdem noch stärker. Danke vielmals, dass du so ein guter Gott bist. Danke, dass in dir Quelle von aller Freude ist, Quelle von allem Spass, Quelle von allem Leben, Quelle von allem Guten. Amen.